Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Robots in Disguise Autobot Drift aus der zweiten Wave in Deutschland, gerade frisch erschienen. Und ich muss sagen, ich bin mehr als begeistert von dieser Figur, auch wenn ich mal wieder kleine Dinge zu monieren habe, aber gut, dafür bin ich nun mal ehrlich. Ja, was haben wir? Wir kriegen einmal natürlich die Verpackung in einem typischen Design, was mich sehr stark irgendwie an die Animated Line erinnert. Aber die Figuren sind einfach echt klasse. Wir sehen hier außen nochmal Drift in seiner Samurai-Rüstung. Sehr interessant übrigens, dass man hier Drift als Samurai darstellt. Er war ja vorher schon ein Schwertkämpfer, aber ja, das ist schon eine kleine Steigerung. Auf jeden Fall sehr interessant. Auch hier sehen wir natürlich, wie immer, die Vorkehrungen mit Download des Codes und so weiter, abscannen. Und hier sehen wir natürlich auch, um es einfach mal zu verdeutlichen, nochmal Drift-Symbol zum Freischalten mit dem Schwert, um das Spiel dann zu spielen. Ja, wir sehen hier Drift in seinem Automodus. Hier einmal in der verwandelten Form. Und es ist keine Gebrauchsanweisung in dem Sinne mit dabei, denn er ist mit 7 einfachen Schritten quasi schon zu verwandeln. Und ja, obwohl er so einfach zu verwandeln ist, gehört er zu der Warrior Class, die jetzt quasi die Deluxe Class ist. Und wie wir hier unten auch schon sehen, haben wir hier die zweite Wave teilweise drauf. Okay, Steeljaw und Bumblebee gönnen es effektiv nicht dazu. Aber Optimus Prime in der Warrior Class Größe, den gibt es natürlich auch. Ja, die Figur selbst wird als Bugatti-Fahrzeugmodus geliefert. Sehr, sehr schick auf jeden Fall. Wir sehen hier hinten die angedeuteten Lichter. Was ich interessant finde, ist, es ist ja ein komplett orangenes Plastik. Die Lichter selbst sind eigentlich nur Vertiefungen hier für die Stäbe, hier für die Füße. Trotzdem sind es wie Lichter und ja, durch einen kleinen optischen Trick sieht es aus, als wenn die Lichter leicht rötlich wären. Finde ich auf jeden Fall gut. Ansonsten hat die Figur schwarz mit noch als Verzierung, auch hier oben drauf. Finde ich es gut gelungen. Die Scheiben sind durchsichtig, was ich auch sehr gut finde. Hier vorne haben wir ein grau-schwarz-silber-glänzen-Metallic-Look. Vorne haben wir einen Stierkopf in Rot drauf. Auch sehr schick und blaue Frontleuchten. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Unten drunter ist der Fahrzeugmodus sehr schlicht gehalten, das heißt alles gut verstaut. Wir sehen hier nur den Kopf. Zu dem Kopf einen kleinen Hinweis. Ich würde immer den Kopf seitlich drehen, da ansonsten hier dieser Hut zu stark nach unten zeigt und im Fahrzeugmodus beim Fahren zum Beispiel, wie ihr hier seht, auf dem Boden schleifen könnte. Würde ich nicht empfehlen. Unter anderem ist auch ein großes Manko an dieser Figur, dieser schwarze Rand. Dieser schwarze Rand ist sehr unsauber aufgetragen worden, was ich sehr schade finde. Und ansonsten platzt er halt an einigen Stellen ab. Ansonsten kann man das eigentlich ganz leicht mit Adding oder sowas wieder fixen. Ansonsten hat er hier noch seine zwei Schwerter quasi unter dem Fahrzeugmodus angebracht. Und ja, das war's eigentlich schon. Kommen wir doch jetzt einfach mal zum letzten Punkt, den ich so ein bisschen moniere. Das sind nämlich die Räder. Die Räder sind in einem durchsichtigen Plastik gehalten. Ich dachte erst, sie sind schwarz, aber nein, sie sind durchsichtig. Und was ich schade finde, ist halt, wenn man jetzt mal das Original anschaut. Sie sind zwar hier auch durchsichtig, aber sie wirken, als wenn das Orange wirklich durchscheint und als wenn die Räder bemalt sind. Wenn wir das im Vergleich sehen, ohne Flachs, es sähe besser aus, wenn die in einem Orange in die Felgen bemalt hätten, aber das ist leider nicht passiert. Auch hier hinten die Hinterscheibe hätte man schwarz gestalten können. Das sind aber so die einzigen Sachen, die ich jetzt an dieser Figur moniere. Ansonsten ist die Figur echt der Oberbringer von dieser Toyline. Sehr massiv, sehr stabil, nichts, was irgendwie rumscheppert, gar nichts. Fahren tut die Figur echt super. Auf jeden Fall echt gut gemacht, auch die Räder. Die Räder lassen sich also wirklich echt gut auch drehen, sind aus Plastik. Ja, die Verwandlung ist sehr einfach und trotzdem mit einigen kleinen Kniffen versehen, die für meine Verhältnisse ruhig bei mehreren Figuren mit übersetzt werden können. Wir nehmen einmal erst die Klingen ab, legen sie zur Seite. Anschließend
klappen wir hier oben die das Dach nach oben, klappen das so nach hinten. So, zusammen, so. Das ist eigentlich schon der wichtigste Schritt, könnte man fast sagen. Anschließend haben wir hier die Arme. Die Arme sind an zwei Pegs befestigt. Einmal hier unten, den sieht man auch hier schön. Dieser kleine Peg. Und einmal hier oben in diesem schwarzen Peg. Das heißt, wir lösen einmal hier den schwarzen Peg einmal ab und lösen automatisch hier oben dann den Arm. Das gleiche machen wir nochmal auf der anderen Seite. Einmal hier lösen. Anschließend drehen wir den Arm nach unten. Drehen hier vorne den Frontgrill nach hinten. Drehen automatisch dann den Brustpanzer nach unten. Und das ist der Kniff, den ich meinte. Einmal, wie gesagt, der Frontgrill, der nach hinten geht. Und einmal die Brustplatte. Super geil, finde ich, von der Idee. Ansonsten drehen wir jetzt einmal diesen kompletten Torso einmal herum. Drehen hier die Füße nach unten. Was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass hier hinten dieses Dach des Fahrzeugmodus auch gleichzeitig mit den Beinen in einem Guss ist. Finde ich sehr gut. Dann splitten wir die Beine. Jetzt haben wir hier noch die Arme. Die Arme müssen hier in die gerade Position gedreht werden. Das gleiche auch hier. Einmal nach unten drehen. So. Ja, und schon haben wir Drift fertig verwandelt. Die Figur selbst ist wirklich geil. Und was ich auch sehr schön finde, die Schwerter kann er natürlich in die Hand nehmen. So. Er hat hier noch kleine Handgelenke, dass man quasi hier den Arm nach, oder wie gesagt, die Hand nach innen drehen kann. Wie gesagt, das kann er mit einer kleineren Klinge auch machen. Das ist quasi ein Katana und ein Tanto, das heißt eine etwas kleinere Klinge. So, und anschließend können wir aber auch das hier an der Seite verstauen. Und das, finde ich persönlich, ist wirklich eine super geile Idee, um die Schwerter, wie gesagt, hier an der Seite anzubringen. Echt cool. Das ist ein Gimmick, was ich mir echt öfters mal wünsche, dass man die Waffen verstauen kann. Wäre bei Bumblebee eigentlich sehr nett gewesen, denn die Verstauvariante finde ich jetzt nicht so toll. Wir können hier diese Seitenteile auch hochklappen. Und wenn wir jetzt noch die Arme so leicht nach vorne drehen, dann wirkt es wirklich wie so eine Art Samurai-Rüstung. Und ich muss sagen, die Figur ist für mich persönlich mit die schönste Warrior-Class-Figur, die ich jetzt die letzte Zeit gesehen habe. Wir haben hier vorne noch das Gesicht. Was ich schade an dem Gesicht finde, ist, ich bin ein bisschen erkältet, entschuldigt. Er hat einen schwarzen Bart und schwarze Augenbrauen. Die sind quasi hier nicht bemalt worden. Das finde ich sehr schade. Da werde ich ein bisschen nachlegen. Und auch nochmal hier die schwarzen Linien ein bisschen feiner gestalten. Ansonsten eine super geile Figur. Und erinnert mich irgendwie so leicht vom Kopf her an Unicron. Und ja, wirklich echt klasse. Die Beweglichkeit der Figur ist auch wirklich gut. Ihr könnt den Arm um 360 Grad drehen. Nach oben, nach unten klappen. Durch dieses Double Joint, was ihr oben drin habt. Den Ellenbogen könnt ihr um 360 Grad drehen. Dann könnt ihr um 90 Grad quasi das Innengelenk anwinkeln. Ihr könnt leider den Arm nicht ganz hoch drehen, da er hier blockiert wird. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Ansonsten, der Kopf ist auf keinem Balljoint, sondern ihr könnt ihn nur seitlich drehen. Auch nicht komplett, das heißt nur um 45 Grad Winkel nach links und rechts. Dann hat er ein Hüftgelenk, was wie eine Transformation, was ihr auch fürs Posing quasi gut umsetzen könnt. Anschließend könnt ihr hier in die Seitenteile zur Seite klappt, auch den Fuß hochklappen und könnt natürlich auch Kickposen etc. darstellen. Ansonsten hier unten der Fuß lässt sich halt auch anwinkeln und das Knie halt um 90 Grad anwinkeln. Sehr schön auf jeden Fall. Ihr könnt auch hier oben den Oberschenkel, das Gelenk auch noch drehen. Und ja, das war's eigentlich schon. Die Figur selbst kriegt von mir im Fahrzeugmodus sowie im Robotermodus volle 10 von 10 Punkten. Die Figur lässt sich super geil pullen. Also die Posen sind wirklich echt super. Hat was Heroisches. Und holt euch die Figur, wenn ihr könnt.
Die Figur gibt es für in etwa, ja, 19,99 €. Finde ich persönlich mittlerweile schon sehr teuer, muss ich sagen, für eine Deluxe-Class-Größe um die 20 €. Wenn ich mir überlege, dass sie vor 5 Jahren noch bei 14 € lagen, ist das schon eine ziemliche Preissteigerung. Also fast ein Viertel. Ich muss sagen, ja, die Figur, wenn ihr sie in die Finger bekommt, es ist ein absolutes Must-Have, falls ihr diese Figurenserie toll findet. Ich persönlich finde sie super toll. Freue mich schon auf die Serie. Und ich würde einfach mal sagen, hinterlasst mir ein Abo oder empfehlt mich weiter. Es würde mich natürlich sehr freuen. Wir sehen uns das nächste Mal natürlich bei meinem nächsten Review. Es werden noch einige Reviews folgen. Entschuldigt, dass es jetzt einige Zeit gedauert hat, bis wieder neue kamen. Ich hatte ein wenig finanziellen und privaten Stress, aber das wird jetzt natürlich wieder sich alles bessern. Und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Rexfor. Bis dann.